Buddha.
근데 센티 강한 계단이 나자 누나한테 살까 이제 그 Also der Buddha vor allem aus dem Wunsch heraus, den Lebewesen zu nutzen und vor allem die Kranken von Krankheiten zu heilen und so weiter, diese Form des Medizin-Buddha angenommen hat. Das heißt, dass so letztlich dieser tibetische Medizin am Anfang seinen Ursprung in Indien hat, wo der Buddha eben gelehrt und gelebt hat. Und das wurde dann später überliefert und dann vor allem nach Tibet überliefert, dieses Wissen. Das heißt, dass dann letztlich dieser Medizin-Buddha eine Art eine menschliche Emanation angenommen hat in Tibet. Von dem Meister Yöntin Gönbo. Yöntin Gönbo ist er. Und das heißt, dass dort dann vor allem diese sogenannten vier Tantras dann sehr stark gelehrt und gelernt wurden. Es gibt so viele Medizin-Tantras, die eben der Buddha gelehrt hat, mit denen man sich dann vor allem im Tibet intensiv auseinandergesetzt und beschäftigt hat. Das heißt deswegen, diese ganze tibetische Medizin letztlich durch den Buddha zustande kam, es nichts ist, was jetzt irgendwie entstanden ist, weil Leute sich interessiert hätten für Pflanzen oder für Steine oder Mineralien oder so, sondern letztlich diese ganze tibetische Medizin auch das Wissen um die Wirkungskraft der entsprechenden Pflanzen, Mineralien und so weiter letztlich durch den Buddha gelehrt wurde und sich so diese Medizin quasi etabliert hat. Und deswegen heißt es, es ist die Besonderheit der tibetischen Medizin, dass sie Nutzen besorgt, wenn man sie nimmt, dass sie quasi nie schädigt, weil sie eben vom Buddha auskommt, nie schädigt. Also selbst wenn sie mal keinen Nutzen hat bei den einen oder anderen, schädigt sie zumindest nicht. Das heißt, es sind sehr viele entstanden, auch was die Medizin angeht, aber diese Medizin immer in Verbindung steht mit dem Buddha oder sogenannten Gottheiten, nichts anderes auch sind wie Buddhas, des Buddhas, die heißen Vajrapani und so weiter. Und das heißt, dass all die Medizin, noch das Wissen, immer in Verbindung steht mit irgendwelchen Buddhas und auch die Herstellung und so weiter der Medizin in Verbindung mit so einer spirituellen Praxis zustande kommt. Das heißt, dass die ganze, wenn man das guckt, wie die Heilung dann letztlich von Krankheiten und so weiter stattfindet, vor allem über drei Wege zustande kommt. Das eine nennt man der Weg des Kurierens durch Medizin, das zweite ist das Kurieren durch entsprechendes Verhalten, das man an den Tag legen sollte. Vor allem ist damit auch viel spirituelle Praxis gemeint, also Dharma. Und das dritte ist natürlich vor allem die Ernährung, die eine große Rolle spielt. Oh,
Das heißt, dass vor allem das dann in Verbindung steht, wie es zu Krankheit kommt, durch das Ungleichgewicht von entsprechenden Kräften, manchmal auch als Säfte übersetzt im Körper, wobei man in Tibet nicht davon ausgeht, dass es so drei Größen gibt. Das eine ist der Wind, das Windelement, das andere nennt man Galle-Element oder wie auch immer, und das dritte ist der Schleim. Und die Krankheit oft in Verbindung damit steht, dass diese Elemente im Ungleichgewicht sind. So ist die eine Möglichkeit der Krankheit, die vor allem entsteht, weil Elemente im Ungleichgewicht sind. Die andere Möglichkeit ist auch, dass der Geist letztlich eine Rolle spielt, vor allem die Verblendung des Geistes, wie Unwissenheit, Gier und Hass. Und auch diese vor allem bei der Entstehung von Krankheit durchaus eine Rolle spielen können. Und natürlich muss man immer auch damit einbeziehen, dass der Körper eben aus den Elementen von Wind, Feuer, Wasser, Erde, Raum und so weiter besteht. Und die ganze Umwelt natürlich auch aus den Elementen besteht. Und wenn schon im Außen die Elemente sich verändern, das hat das Auswirkungen auf die körperlichen Konstitutionen und Zusammensetzungen. Auch da kann es dann durchaus zu Krankheiten kommen, wenn es da zu irgendwelchen Ungleichgewichten kommt, was die Kraft der einzelnen Energien angeht. Und was die Medizin angeht, so heißt es, da gibt es jetzt die einzelnen, wahrscheinlich tausende verschiedene Arten von Medizin, die man im Tibetischen kennt. Und dann, was nun vor allem das Wissen angeht, da gibt es eben die vom Buddha gelehrten vier Tantras. Das sind eigentlich, wenn man es zusammenpackt, so zwei, Brutto sind eigentlich so zwei große Schriften. Also, wenn man, Brutto ist für uns schwierig, nenne ich das. Das sind so klassische Schrifttexte. Und das heißt, es ist sehr viel Literatur eigentlich, in dem dann das ganze Wissen über Heilung und Medizin und Krankheit und so weiter aufgeschrieben ist. Darüber hinaus natürlich kommt neben dieser ganz spezifisch medizinischen Texte natürlich auch sehr viel spirituelle Texte dazu, die man auch benötigt für die einzelnen Praktiken, die man durchführt an spiritueller Praxis. Und da gibt es natürlich unendlich viele in Tibet, die damit auch eine Rolle spielen, mit dem, was man auch zu lernen hat. Auch die Herstellung der Pillen, die man dann später verabreicht, ist auch etwas, was sehr traditionell durchgeführt wird und auch nicht so einfach, wie man sich vielleicht vorstellt, dass man denkt, aus einer Pflanze oder Blume oder aus einem Kräuter macht man irgendwie dann eine Pille oder so. In Wirklichkeit sind die tibetischen Pillen, was mit den Inkredenzien angeht, vielfältig. Das heißt, in manchen findet man fast 100 verschiedene Arten von Pflanzen und Mineralien, in manchen vielleicht 25 verschiedene Pflanzen, in manchen irgendwie 3, in manchen 7, also auch das ist völlig differenziert. Zum Beispiel, das ist doch die Leute, die da gehen, zum Beispiel.
Und was die Behandlungsart angeht, neben dem Verabreichen natürlich von diesen Medizinpillen, gibt es also sehr verschiedene Varianten. Es gibt das klassische dessen, dass man irgendwie sowas ähnliches wie Akupunktur durchführt. Dann gibt es das sogenannte Setzen von bestimmten heißen Goldnadeln an bestimmten Energiepunkten. Dann gibt es den Aderlass, den man durchführt. Es gibt auch sowas wie, nennt man das, diese Moxa, mit diesen Gläsern, die man ansetzt. Aber auch da ist natürlich so, dass diese einzelnen Behandlungsmethoden natürlich auch viel Wissen beinhaltet, weil allein da, wo man Nadel ansetzt und entsprechende Brennungen durchführt, durch die Goldnadel, das sind auch verschiedenste Punkte, die man da wählt, je nach Krankheit. Oh, da denn da auch. Tani puji ka dhaa mera, tani mamu yor. Tani te ka ta nasa kare kare kore, kare kare kore ta tatruji bo. Und so muss man natürlich dann erstmal gucken, weil es jetzt so verschiedene Behandlungsmöglichkeiten gibt. Natürlich ist dann vor allem wichtig, natürlich dann die entsprechende Krankheit beim Patienten zu diagnostizieren. Ja, tani ta tatruji, tani te na patrona, tatruji bo, tani mamu yor. Tani kano mabe, tani na kwaji kan do. Tani tam, nasa di kantes, nyume kani hau du. Tani bhoge losor kare rizena, ta nyaran so tante kante la jin chodja kutani naso bhoge tsar tani, nasa ka bhoge rade, ti yoyle mali. Tani bhoge losor kare rizena lakwa lakwa la zongne, tani teke tsar patan, tsar teke dodan, tani kare rizena. Tani mege ta, kye la ta, mege ta, tani kham kare rizena. Tani jimba la ta, jimba la ka lor ta, boba no dan ta, tani tiye na ta, tiye na, di goya, boba la ta, tiso mamu ta, jimba la ta, tani bobi lo sa ta ta piwa la si, tani ne tenu se kon. Die Diagnostik und das unterscheidet sich natürlich dann entsprechend natürlicherweise von unserer westlichen Herangehensweise, aber irgendwelche Maschinen oder so gab es in Tibet eher weniger. Und die Hauptdiagnostik ist vor allem, dass man die Pulse fühlt, den Puls fühlt, wobei was Pulse angeht, man unterschiedlichste Dinge fühlen kann über die Pulsdiagnostik. Aber neben dem, was natürlich hauptsächlich die Diagnostik ist, die Pulsdiagnostik, ist es so, dass man sich die Zunge betrachtet, die Augen betrachtet, den Urin betrachtet, aber auch da verschiedene Methodik, dass man nicht nur guckt, wie er ausschaut, sondern auch man rührt ihn, wie er Blasen schlägt. Also das weist auch bestimmte Aspekte von der Konstitution und so weiter hin. Und man schaut sich den Patienten natürlich auch an, indem wie er erscheint. Ya, ta tenggelam itu, ta, ni cina mungkin ta kan nyanyong dah awal, tenggelam itu, ta hati cik, kerja kerja macam. Und seine Information von der Budget war, dass sehr viele Leute auch hier sind, die mehr so auch medizinisch hier interessiert und auch selber auch Wissen mitbringen. Und er dachte vielleicht Bürger, dass man mehr Zeit hat, Fragen zu stellen. Vielleicht soll er ihnen erzählen, muss auch nicht, sondern vielleicht haben sie mehr Fragen zu dem, was die tibetische Medizin und so weiter alles beinhaltet, mit sich bringt oder die Fragen, die sie für sie aufbringen. Ja, dann würde ich mal gerne eine Frage stellen, und zwar, wenn es heißt, dass die tibetische Medizin sozusagen mit Buddha losging, gibt es, also wie ist denn die Kenntnis über den Staat oder über das Know-how davor in Tibet? Also was war davor? Gab es da sowas? Denn es wird ja so eine Art Kräuterkunde ja davor schon gegeben haben oder sagen wir mal weise Leute, die da vielleicht mehr sich mit Krankheiten auskannten. Was gibt und hat, wenn ja, das natürlich hat Einfluss genommen auf die tibetische Medizin, wie sie jetzt seit Buddha irgendwie gelehrt wird oder? Können die Sangye Chöde der Kung da wo sie jünger, denn wenn das Sangye Chöde höher mal lebt in Rönla, Baba Yoden war. Denn Baba Dila die sind ja kasche denn mehr getan, denn jetzt kapert da wo kapert da wo sie jünger ist. Die kennst du, Name Chö mal lebt in Rönla, Pöla Götze Jöme Hakwele. Sorry, Bab. Die Jöme Densan Hak, kennst du, Kengi Wesa. Und dann mit Pömenla, die nochmal ein Hakwea, die Sange Chö Mahimba, die dann der Pömen, die Hakwea, die das Jugi oder Wesa. Da haben wir so eine Pöbel, so eine da, Sange Chö Madar, da so eine da, Karen so eine da, mit der Jada, ja, so eine da, da haben wir so eine Karen, so eine da. Semjing, die Medosa, Semjing, die Semjing, Medosa, die Di latihan tes itu hak orang saya. Tes itu, nama yang aku tu yumon tu, aku tu yumon tu cak, umon tu, di mana tu cak, cak, cawat.
dazu führte, dass man eben sich mehr verließ auf Röntgenbilder und so weiter und so fort. Gerade sowas wie Zungendiagnostik, wenn ich daran denke, dass meine Großeltern noch davon geredet haben, dass die alten Hausärzte sowas auch noch konnten, auf eine andere Art wahrscheinlich und vielleicht auch nicht ganz so genau, oder sowas wie Iris-Diagnostik oder so. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Also das ist jetzt keine Frage logischerweise, aber es ist einfach so, dass... Also über MS, in einem Punkt, jetzt der Hintergrund, du kannst mir das sagen, dann hat er so den Nutschogi mehr, so hat er den Tücho. Dann gibt es so Dauer-Sabagit und dann hat er das am Kacke-Dua, also Kaladu. Denn die Gimöla, wenn er Keko, Mola, Bola, Kosola, Jelle, Daya, Bidaya, noch mal kann man da, Koso, Hakuya, die Oresa. Desa kann da alle Latu-Sas aus. Und der Pö, der hat sich in der Typ, der Typ, der Männer, ja, Tau, die ist Oresa. Tränke du, sag, komm. え、ね、だからそのポケのそんなた、うん、ケラタやだ、てそ考えて、た、ただペシャンだけどね。で、考え、ペシャンだ、だから10件なんだけど。で、10件ってやら、ただて、10件やって。で、ポケだ、見てかずだ。あ、今日ただだけでじゃね、超やこれぞ、けばれぞ、この。で、しら、これ令和。かず10倍やと。
Bobo chuyen nanda, miyen nanda, gani jiba de gani chen. Jiba de nyando da mendo. Di rugyu ki jiba de da. Tata bobo mi da wo yena, mi ba da wo yena, bobo mi da jiba de nyango ma. Da ni sanje ken zen de zon, da ni ten rambe, yi de zeke zelo nang, zeke zelo nang, da to, wen ki jiba de chen, rengo di nang rambe ten, di jiba de ma nyango di chen, ba da na, chen yi. Teke teni, tata bobo mi da la, ngon sa wa di gari yon, chuyen nanda, miyen nanda, Das ist zum Beispiel, was Sie da implizit ansprechen, ist zum Beispiel etwas, was im Tibetischen auch als sehr kostbar wertgeschätzt wird. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die tibetische Medizin, sondern auch auf die buddhistische Lehre, ist eigentlich die, dass man immer schaut, ob die Überlieferung, die es gibt von dem Wissen, ob die unterbrochen war oder nicht unterbrochen ist. Also wo die Quelle steckt und ob es von der Quelle bis zum heutigen Tag Überlieferung noch relativ ununterbrochen ist oder rein ist. Also das heißt, Wissen über Diagnostik und so findet man alles in den vier Tantras beschrieben, also in diesen alten Schriften. Aber das reicht allein nicht, wieso man denkt, dass diese Medizin so kraftvoll ist, auch der buddhistische, tibetisch-buddhistische Dharma so kraftvoll ist und auch die Wertschätzung dafür so stark ist, dass man denkt, dass in beiden Fällen, ausgehend vom Buddha, von auf seine Schüler, Lehrer, Schüler und so weiter, dass dann eine ununterbrochene Überlieferung dieses Wissens nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch weitergegeben ist bis zum heutigen Tag. Und deswegen ist es so, dass man in Tibet, zum Beispiel die Tradition ist total stark danach zu gucken, ob etwas wirklich noch, wie nennt man das denn, authentisch ist in seiner Überlieferung oder ob es zwischendurch unterbrochen war und dann vielleicht wieder neu irgendwie was daraus gemacht wurde. Ja, dann da ist dann die logische Frage, wie sehen denn Tibeter überhaupt die westliche Medizin dann? Also wie nehmen die denn überhaupt wahr, also unsere Medizin? Der Nupchogi Surik Main Date, Pepazo Kiran Nashi, Kaletong Drusat. Da, Surik Mide. Surik Main Kana Kazakarashi, Dora Dribala, Tawa, Main, Toyade, Muxute, Dandate, Danda Germany, dann. Ari Kazakala Yobate, Nade Tongi Gesa. Tena Yabotu. Tena Yabotu. Yenya ya mide letande, ne Yabote hapam, yena ya ne Mangote Kitati, de mid Karo de Uri. Ta chance of mid letter de Karo de Gay. Or take a mid again, Kiva Sunatina Lundi, Marie. The thing of Mangote. And I put up a cattle down to the Tambo mid the Tabje Sizon, the cut the Tambo, the Papa. Also sein Eindruck ist natürlich vor allem entstanden dadurch, dass er Menschen gefragt hat. Und weil er hat ja so viel Ahnung, wie die Medizin hier zustande kommt, letztlich, und hat er gefragt, was hat die Vorteile, hat die überhaupt Nachteile, wenn man sie nimmt und so. Was ihm halt auffiel war, dass es zwar gesagt wird, dass es vieles keine Nachteile hat, weil es schon entsprechend durch Versuche gegangen ist. Also dann gefragt, was das Versuche bedeutet, dann hieß es das eben, dass man das Tier gegeben hat. Und die Versuchsreihe hat dann mehr dazu geführt, dass die Tiere gestorben sind, dann hat man das ausgetauscht und dann hat man es dann, nachdem es den einen Tieren einigermaßen bekommen hat, noch andere gegeben. Und so kam es dann irgendwann mal auf den Markt. Und dann, das wäre jetzt schon mal einfach eine Sache, wo man sich deswegen vielleicht dann sicher fühlt, dass es dann irgendwie hilft und dann nicht so viele Nachteile mit sich bringt. Aber faktisch, was er durch Nachfragen auch erfahren hat, ist, dass es natürlich auch viele Nachteile hat. So denkt er, dass es, oder das auch, was andere ihm bestätigen, ist, dass das Problem eher ist, wenn man jetzt vielleicht eine Krankheit hat, wo es ein Akutfall ist. Und dann ist es wahrscheinlich nicht so, dass, wenn man so den Nutzen und Schaden abwiegt, wahrscheinlich gar nicht so das Problem, dass man dann irgendwie dann was gibt und dann vielleicht hat man dann einen schnellen Erfolg und so. Aber es scheint so zu sein bei mehr chronifizierten Sachen, also wo es um langfristige Sachen geht, dass da ein bisschen schwierig ist,
Das heißt, wenn man viel was gegen die Leber nimmt, dann schadet es eventuell dem Magen. Wenn man viel Magenmedizin nimmt, schadet es der Leber. Und dann hat man irgendwie, dann so eine langfristige Medikamenteneinnahme angeht, und dann doch ein bisschen mit vielen Nachteilen noch zu kämpfen. Aber allgemein findet er erstmal die Sache erstmal gut. Passt denn die tibetische Medizin zu uns westlichen Menschen? Weil wir haben ja ganz andere Lebensmittel, wir haben ganz andere Pflanzen, wir haben ein ganz anderes System vielleicht. Nukchogi mi tets pepa maimba nashi indene kala mindrava, chepa mindrava. Tene pelmen chike mi chatengre besa. Chade. Pelmen de chike mi. Kosu la chatengre besa. Kosu la pengtu mindu. Nashi nana pepa nashi kosu chepa nan kala nan mindrava dua. Tene men yan chishena kontets nuba shena tange dus chike. Ale. Da, zumul nașii. Ale. Tinta, nu ar trebui să se zică, sadic, ceapsul, sadic, ceapsul, pengele, doctorul pengele, mare, sadic, care sunt sentita, ce e, lasa, da, 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 tibetische Wissen der Medizin und der Medizinzontas kam durch den Medizinbruder zustande. Der kam auch zustande, der Medizinbruder aus entsprechenden Wunschgebeten, allen Lebewesen helfen zu wollen, sich aus Leiden und Krankheit zu befreien im ETC. Es war jetzt keine Wunschgebete, die der Medizinbruder gemacht hat, dass er jetzt nur Tibetern helfen will und Deutschen oder wen auch immer nicht, sondern allen Lebewesen. Deswegen gibt es auf der Ebene, wem es nutzt, da keine Unterschiede. Also da braucht man gar keine Sorge zu haben, sondern man hat wirklich die Vorstellung, dass es allen Lebewesen nutzt. Ja, okay, das ist klar, aber so die verschiedenen, also die Ernährung ist ja ein großer Aspekt auch. Da wurde dann DJs so, dann die ganze Kala erzählt, aber die Kätzchen muss ich nicht wahr. Dann sehr mit Dörrer, wie wird das sagen, die Dörrer, wenn man so mit Dörrer ist, die selbst über Dörrer, wo man sagt, die Dörrer, wenn man das ist. Nö, also die Sache ist ja die, hat er auch gesagt, man operiert ja auf diesen drei Ebenen von Dharma, Medizin und Ernährung. Und wenn man Veranlagung zur Ernährung hier vorfindet, heißt das ja nur, wenn die Krankheit ist und diagnostiziert ist, dementsprechend zu sagen, was man zu essen hat, und man es dann besser sein lassen soll. Man kommt es dann hier oft dazu, sagen, nichts Süßes, nichts Saures, kein Kaffee und so weiter. Und das sind dann einfach nur dann spezielle Ernährungsanweisungen bezüglich der Diät, die man dann einzuhalten hat, zu der Medizin, die man gibt. Darf ich da noch ein? Für mich wirkt die tibetische Medizin nicht mehr eine Lebenshaltung. Das ist eine Symptombehandlung. Also der Ansatz, so wie es beschrieben hat, ist für mich nicht mehr eine Lebenshaltung. Also Ernährung, Verhalten, Spiritualität. Während die westliche Medizin eben dort anfängt, wo schon was passiert ist. Und das ist ja ein ganz anderes Einsteigen und systemisch, ein ganzes System zu verändern. Und deswegen würde mich auch sehr interessieren, wie die tibetische Medizin mit so Erkrankungen umgeht, wie Zellveränderungen, also bis hin zu einem Karzinom oder Demenz oder ein Parkinson oder MS. Denn da kommt die Strenge durch, weil Pömende, Pösolite, lieber da konsumieren, der ja mal durch jener Schilagen mit Luft. Und dann die Zimbabwe sind so ein Tschö, Zäh, Mäh, Zumba. Wenn du mit Ganga ging, jetzt sind die Ziege, der Ketchup und Ziege ist ja der Esser. Da wird halt diese Idee, kriege ich dann nochmal zurückgedreht, wenn es schon so verschraubt ist. Dann der Korn ist die. Dann der Korn, der Tschö, die Dauer, der jetzt mit Dauer ist ja der Esser. Mit Ganga Schatzang ging, jetzt mit Dagi ist ja der Esser. Die Wöller Tog, die Köln Kauer, die Köln, die Tschi, gut war. Kein Kadochi zusammen damit war. Denn Gön, die Kiablola, gerade du, wenn du, wenn du jetzt Kiablola zusammen damit ist, aber es ist bei der Dauer nicht. Die
dann würde ich so mit dem Nachhinein Google Hesa. Wenn er kommt, dann hat wenn er die Überlande hat, hat er den Cancer Jabo. Den er hat er schon Tage da. Also, dass er kennt er Google da. Hat er einmal die Tage da. Den er die Parkinson's Regel da. Den hat er Jabo. Den mal über MS Regel, MS King Gewe. Den kann er dann, ja. Den MS in der. Bitte? MS. 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 De chiar nu dacă nu dus. De chiar sunt gândit un gândit și bătut de tu gândit tu. De te se care de zi na. Na tu ke. Cancer. Cancer de bu care tumor. 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 Bogul nu mai tumor. De care de lo ala de na. Lo tin. Ce ba la de na. Ci tin. Ro ba la de na. Lo tin. Yo ma la de na. Ju tin. Pa ba la de na. Pa tin. Da care de na. Cu tin de na. Ye ta. Da, a fost ting. Te gazu pe ting, 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 ora cu. Da gazu tu na, a tata solomi dar na, da ke te cancer la, da. Te care ju ting care, da dubin. Dune, nine de. Dubine, dubine. Du mi un de na sa mangro. Ne mara wa ja. Du mi. Da ni ni mi na de. Un da de. Ja, also Tibetien gibt es das auch. Krebs hat halt einen anderen Namen als Ding. Das spricht aber auch dann je nachdem, ob es jetzt gibt es halt das Leberding und das Lungending und Hauptding und so. Aber wenn man guckt, was das für eine Krankheit ist, dann ist es mehr eine Krankheit, wie es heißt, wie nennt man das übersetzt. Und spricht eigentlich, dass wir in einer Zeit der Degeneration leben. Und durch die Degeneration dieser Zeit, dieser heutigen Zeit der Degeneration, ist das eine Krankheit, die diese, durch diese degenerierte Zeit ausgelöst ist. Ja, ist klar, aber deswegen mich interessiert der Umgang damit. Also, was ich meinte, wenn die Zelle schon so verschraubt ist und. Ja, Zelle, die Zelle umgehen ist weniger, aber. Oh ja.나서도 你的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 你
Din aici am. Eu e de la... Să ai uză, nu? Vreau de-am sat, dar nu. Cum de lei de-am, nu? Vreau de ce bucea mea, va? Jucă ce bine, va? Cum lei de mine, cu ce dat, ce trumă, va? Din aici am. Dar am unde, cu rând de tot am sat. Also man würde das mehr als so eine, also das ist so beschrieben als eine Krankheit, die eben durch diese der heutigen Zeit sehr stark zunimmt, was aber der die Blick, wie man drauf blickt, ist eigentlich das Gleiche. Das heißt buddhistisch gesehen, Entschuldigung, hier, das in dieser Sichtweise gesehen bedeutet, dass eine Krankheit allein nur durch die, wenn auch selbst eine Veranlagung in der heutigen Zeit sehr stark zu dieser Krankheit oder die Neigung zu der Krankheit gegeben ist, dann heißt es ja so, dass eine Sache immer nur wächst, wenn man einen Samen hat in der Erde, die Erde bleibt trocken, dann wächst ja nichts.
Wenn man aber die falschen Bedingungen schafft, also oder die richtigen, je nachdem, das heißt Wasser, Feuchtigkeit, Wärme, wächst da was. Ne? Und so muss man eigentlich vor allem achten, welche Umstände dazu beitragen, dass sich zum Beispiel, er spricht davon, wenn, das meinen Sie schon mit Zellveränderungen, Dotto heißt sowas wie, wenn das wenn sowas wächst. Und da heißt es, da muss, würde man eher gucken, was vermeidet man als Umstand, so dass es dann zu diesem Wachstum nicht kommt. Obwohl die Zeit vielleicht dafür da ist. Und da heißt es zum Beispiel, in der tibetischen Vorstellung ist, dass Süßes völlig Gift ist dafür. Also das heißt, durch viel Süßes zu sich zu nehmen, schafft man eher Bedingungen, dass es leicht wachsen kann, zum Beispiel. Genau, die Frage für mich ist, wenn es denn schon da ist, geht die tibetische Medizin davon aus, es auch wieder umkehren zu können? Eine Bhagavad so, wenn er kennt, Kietzer, ne? Wenn man so ja oder besser. Und die, was so gut ist, nicht mal. Kiali gibt es so nicht. Ich hab schon so nicht. Nicht mal so nicht. Da haben wir so, jo. Ich hab schon. Ich hab nicht. Nicht mal da, Juma, Juha. Juha, ich hab das ja gegeben, die Kinder schon. Wenn ich die, das Lode, ich hab das, da ich hab die, da 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 Mesa-du kok kara inge te kyungu. Kyungu. Kyungu chan. Chimu a parto ni mide. Zai, dite kok kara go, chusi go. Chö. Na? A kor chö go. Kok kara si do na, kola, kola te ne, dumu inge. Geng inge. Parche inge. Dende parche si yala kor kara go, chusi go. Also, es ist bisschen komplizierter. Also früher gab es ja, keine Operationen oder solche Eingriffe. Heutzutage ändert sich das natürlich in Tibet auch, ist schon so, bestimmte OPs werden auch gemacht, nicht nur von Tibetern also, aber was man aber macht ist, oder was vor früher stark gemacht wurde, ist, dass wenn jetzt dann was da ist, man jetzt keine OP machen kann, dann nimmt man schon Medizin. Und es gibt auch die, bei vielen oder bei einigen noch die Möglichkeit, dass sich das in der Tat dann das wieder zurückgeht. So, aber was man vor allem dann in Tibet macht, ist dann zu der Medizin Dharma, also spirituelle Praxis, anzuwenden. Mhm. Weil damit einhergehend, glaubt man, sind auch bestimmte hindernde Kräfte, die diese Krankheit dann mit sich bringt. Und um bestimmte diese negativen Kräfte zu wenden, bedarf es spirituelle Kräfte, die man dem entgegensetzt. Und deswegen ist eine sehr starke spirituelle Praxis notwendig auch. Und so würde man in Tibet, die Tibeter dann in der tibetischen Medizin, würde sie dann eben neben der Medizin und der Diät dann eben auch spirituelle Anweisungen geben. Und wenn das so zusammenkommt, dann ist es durchaus schon möglich, dass sich dann auch wieder was verändert. Ja. Mich würde nochmal interessieren, so als Grundeinstellung gibt im Westen ist eben, also mein subjektiver Eindruck, ist so ein bisschen der Trend dahingehend, dass man als Konsument der Medizin so ein bisschen den Anspruch hat, dass alles irgendwo heilbar ist und dass man mal kommt irgendwie zum Arzt und erwartet, dass es einfach funktioniert, dass er wieder gesund gemacht wird. Ist das in der tibetischen Medizin auch so oder gibt es da irgendwo auch mehr die Bereitschaft, auch Dinge einfach anzunehmen, wenn Krankheiten nicht heilbar sind? Also ist da vielleicht eine andere Gelassenheit da auch in dieser Kultur oder? Nupchok ist aber derzeit jetzt Member so Kalidu, Kalidchen ist na, Nupchok ist aber den ganzen Gang nach der Kalina, die la Chakro gesucht. Die Leute tollen Buche, du. Was? Hier in Kosovo, dann hat es dir German, du. Das ist die schöne Schiebore, die schöne, die schöne Kelle, du. Die dauert Sahne, wenn du sagst. Buche, du, in die Menschen, dann sagst du, Chocho, mehr passt so. Die dauert Schemo, du. Wenn man so die Nazat Kasche, die Markt, die hat aber. Jore, es Kelle, du, du, du. Die schöne Sansa, Tapsche, wenn du. Tapsche Männer, Konso, Kelle, du, du, du. Ah,
내 집이 됐다. 대 인제 나간 소배 때는 혀와 토 요나 옹가라 레리 가래마도 가래서는 가 혀를 이상하게 레드를 삼는 데 따온데 마셔 사든 데 밖에 겸이 있어. 잠벌레는 마셔는 뭐 하더래 좀 내가 기가 요 말이. 대 나는 사든 데 중요한 말이. 대 인제 혀지 혀와 이빨 혀와 이빨 제대로 다 충사를. 나야 뭐 무슨 뭐 sehen. Im Tibet ist natürlich, die Menschen sind, haben sehr starkes Vertrauen, Hingabe und Überzeugung in Bezug auf den Dharma, also die buddhistische Religion. Ne? Und damit geht ja vieles einher. Das heißt, man hat die Vorstellung erstens davon, dass es sowieso viel auch vom Karma abhängt. Ne? Und da gibt es eben auch manchmal die Möglichkeit, dass man dann Dinge erfährt, die vielleicht man nicht gerne mag, aber trotzdem hat man mehr die Bereitschaft, das anzunehmen, weil man weiß, dass man das Karma dafür angesammelt hat. Darüber hinaus ist natürlich die Vorstellung vom Tod ein bisschen anders. Ne? Das heißt, für Buddhisten ist eigentlich klar, wenn man geboren wird, dann ist eigentlich mit der Geburt schon mal entschieden, dass man wieder stirbt. Okay? Sonst wäre es ein bisschen schade, weil irgendwann wird die Welt ein bisschen zu eng, ne? Wenn jeder weiterleben würde, wie er gerne würde, wollen. Deswegen ist es so, dass man erstmal für einen irgendwie viel natürlicher und klarer ist, dass durch die Geburt schon klar ist, man irgendwann wieder stirbt. Oh. 대인데 다 가서 그 볼까리지 다 처음 레르이지 다 레르이지. Das Besondere ist natürlich dann darüber hinaus, dass man vielleicht so mehr das annehmen kann, dass man wieder stirbt und deswegen dann nicht jemand verantwortlich für macht, dass es irgendwann dazu kommt. Auch so, dass man sehr starkes Vertrauen hat in Karma. 레르이지 오늘 사드 다 범인들아 니자메 거데 하고자다. 다 뭐라지 소소로 말해 다 레르이지. Und deswegen erstmal ist es so, dass man als Tibeter dann erstmal den Tod sowieso mehr angenommen hat, dass es man wieder stirbt, das ist irgendwie jetzt nicht so was völlig weltfremdes. So, und das Zweite ist, dass man natürlich, ob dann, wenn aber man eine Krankheit hat, ob dann man da wieder Heilung hat oder nicht, hat auch viel mit eigenem Karma zu tun. Da ist auch eine starke Überzeugung da, dass es jetzt nicht nur den Arzt für verantwortlich macht für die Gesundheit, es hat auch mit eigenem Karma zu tun. Me too, Tom. She had a me too, Tom. That on the oh, that was me the good. Sam, two something to kiss on the oh, that me the good. Pinto yours. I didn't pinto yours. Sandy is in your love, you have me is. Then me too, Tom. Come on, so not that patches. I do that. Never yet. That the road, Lula. Nicht so on the road, yes. Und die Tibeter, es ist sogar so, selbst wenn sie dann krank sind oder auch schwer krank sind und die tibetische Medizin kriegen, dann finden sie, dass dem können sie der Medizin selbst dann noch was abgenehmen als was Nützliches, obwohl selbst wenn sie sterben, denken sie, die Medizin zu nehmen war nützlich, weil sie die Überzeugung haben, dass die Medizin ja vom Buddha kommt und damit der Segen des Buddha mit der Medizin ist. Und wenn man durch den Segen des Buddha noch zu sich nimmt in seinen letzten Tagen, dann hat man das Vorstellung, dass man wahrscheinlich auch eine gute Wiedergeburt findet und auch dann die Medizin selbst dann noch was nützlich findet, wenn man selbst trotzdem stirbt. Natürlich eine Haltung, der man viel abgewinnen kann, so als Westler. Ja. Entschuldigung. Kann der Rinpoche bitte nochmal richtig was zu dieser Herstellung von diesen Pillen sagen? Weil das hat mich beim letzten Mal auch so überzeugt. Ich habe ganz heftig darauf reagiert und erst einen Tag später oder zwei Tage später habe ich erst erfahren, wie die hergestellt wird, wie viel Bewusstsein da drin ist und wie, also was für Tausende von Prozessen. Das so, dann geht es um das, wollen wir mal Hintergrund aus, die oh! Atin kalle yo, ni duya kalle, leyala kalle. Atin pe mathe kalle yo. Also die Medizinherstellung ist echt viel Arbeit. Genau. Das ist wichtig zu wissen, wie viel Bewusstsein da drin ist. Manche, das ist alle wissen, das hat mich so fasziniert. Dadi, tamo de mi de duwa kazo, tamo che kazo da, oh te meto te rida, mi rida to ne, pogo mi de to shomare. 조금이 가르치고 아무 메도드 더 갖다가 야 이따가 수나 제로 이가 이가 뜬가 나 디스톤도 통이 디스톤도 이 디스톤도 통도 아무 나게 대로 나는 남아서 같은 일을 때다 통을 같은 일을 때 냠다는 거 대 냠다는 거도 아무 르데나 남아서 아무 르데나 상 상이 소가시 최방부 그런 것들 나 최방부 근데 매도 남았어 다음
Curandul, a, tamo ceva, zata. Și data o la sopă. Da, 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 da. Also, tibetische Medizin besteht ja aus Kräutern, die man sammeln muss. Aber man sammelt die auch nicht immer, wenn man sie trifft, sondern es gibt bestimmte Zeiten, wo man diese natürlich sammeln kann in den Bergen. Natürlich mehr Frühling, Sommer, Herbst. Und, aber wenn man dann irgendwelche Plätze hat, wo man diese Medizin finden kann, dann ist es auch nicht so, dass man da hingeht und pflückt. Sondern erst geht man mit vielen Mönchen und Lamas, die da sind, dann dahin, den Ort, wo man pflücken will. Und macht ein bestimmtes Ritual, in dem man eigentlich bestimmte Wesen, Götter, die vielleicht mehr mit in Verbindung mit dem Berg und dem Ort stehen, um Erlaubnis bittet, indem man Opfergaben darbringt, Rituale durchführt, Gebete macht, zum Erhalt der Erlaubnis überhaupt da die Medizin pflücken zu dürfen. Also das ist schon ein sehr spiritueller Akt, das ist die Erlaubnis, sich zu holen durch entsprechende Rituale, die man am Berg durchführt. Oh, na, na, jetzt hat keine Sinn. Dann ist halt jemand da. Wenn dann diese Erlaubnisrituale durchgeführt sind, dann reicht das immer noch nicht, sondern dann macht man bestimmte Medizinbuddha-Rituale, die man dann durchführt, also bestimmte Gebete und so weiter und Praktiken in Verbindung mit dem Medizinbuddha. Ja, Sanjimena, Gesundheit, Dung, 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 Minte tot gărăibă. Da. Răcă tot eva chibaibă. Răcă tia. Răcă. Ciomă nu da, fără chibaibă. Minte, minte. Chibaibă. Chibaibă. Ena ea gărăibă. Minte zate la, înțe mâni, cio e ghe goaia în tot. Minte. Cio. Cio. Cio, cio o ghe, cio ghe. Deni cio m-am gândit, tine rând, tine rând, tine cio de gândit, o zi să ală. Also, und dann, wenn die Medizinbuddha-Rituale durchgeführt sind, dann ist es auch nicht so, dass man an den Berg einmal pflücken geht, sondern auch dann hängt es wieder ab, in welchen Hang man pflückt, in welche Richtung das ist. Dann muss es ein Ort sein, wo irgendwie ein Fluss oder ein Wasserlauf ist. Und so gibt es da ganz spezielle Regeln, dann, wo auch man dann überhaupt diese Kräuter pflücken kann. Oh, das ist Minte toia de la, de asta minte jocul. Sanje mena de zungabe. De zungabe e nu ne gata. Wenn man dann die Kräuter sammelt, dann tut man die auch nicht immer so rausreißen oder schneiden, sondern indem man das Medizin-Buddha-Mantra rezitiert, die ganze Zeit, wenn das mit dem Mantra zusammen diese Gräser oder Kräuter gepflückt. De tong, de ni nung zama na na. De ni tsa nung zama. Ne to nusa, nung zama. Dann kommt das in so ein sauberes Gefäß, diese Kräuter, die dann auch wieder gewaschen werden mit dem Wasser. Obwohl es natürlich in tibetischen Bergen jetzt weniger Umweltverschmutzung gibt, eigentlich sind die sauber, natürlich gewachsen. Und trotzdem wird dann bestimmterweise, wenn die dann mit Wasser dann gesäubert, noch gereinigt. Und selbst das Waschen der Kräuter mit diesem Wasser ist auch wiederum was mit dem Medizinbuddha-Mantra. Also man muss die ganze Zeit dann Mantras wieder rezitieren, während man diese Waschung durchführt der Kräuter. Das ist dann mehr so eine Art Reinigungsritual. Ne? Also damit wird eigentlich ein, das hat schon was Läuterndes dadurch, diese Waschung nochmal durchzuführen. Und die Richtung, die man an der nördlichen Richtung, südlichen Richtung und so weiter sammelt, hat damit zu tun, ob die Medizin mehr Hitze, also mehr heiß, kalt, sauer
Jambo, Zero. Zero. Und kühlend. Das gibt so einen Unterschied nochmal zwischen heiße Medizin, also für heiße Krankheiten, keine Ahnung was, kalt, also kalt oder kühlend ist. Und das wird das mit der Medizin entsprechend, je nachdem zu welcher Gattung sie gehört, entsprechend in Richtung des Berges gesammelt und so weiter. Oh ja. Ah, die Tür da, die ist sehr, sehr korrekt. Dann ist so eine Gamm. Gamm, du wirst auch gut in Gamm. Dann breitet man, wenn man die dann gesammelt hat, alles dann zum Trocknen auf einem weißen Tuch aus. Und wenn die erstmal getrocknet. Ah, die Gamm, die Joko. So lange, mich zu sehen, zagasen, nimmer da, nimmer zu, ich hab's gar nicht. So lange, ja, nimmer se, long, ja, nimmer sa, nimmer nimmer sa, long, nimmer sa, long, nimmer sa, nimmer sa. So lange, ja, kann man dann gar nicht. Dann, long, am Mund, nimmer am Mund, ja, kann man dann, rein in die Packard, ja. Dann ist so ein Kater. Dann wird es auch verschieden Arten getrocknet, in der Sonne, dann im Schatten, wo der Wind geht, und dann im Haus. Also auch drei verschiedene Arten von Trocknungsphasen. Ja, das ist der Gang. Der Gang, der da drin ist, kann gehen, der Jodje, da zusammen, der Jodje, kann man gar nicht mehr machen. Kann man auch jemand tun. Der Lang ist halt jemand, der Zugang hat. Der Zugang, der Jodje, der Jodje, der Jodje, der Jodje, dann ist es auch, selbst beim Trocknen und so weiter, ist es vom Buddha selber quasi verboten worden, dass man einfach mit seinen Fingern da hingeht und es wendet, diese Kräuter, sondern auch die werden, wenn man dann, alles was man durchführt an dem Kraut, ist nur verbunden mit dem Medizin-Buddha-Mantra. Und ohne das Medizin-Buddha-Mantra zu rezitieren, sollte man es gar nicht groß berühren und machen. Oh ja, da sind die ganz hart, da mit Zombie, da mit Zombie, da muss man noch ein bisschen machen. Tinana, da mitala, Jango, Sumo, Lumbo, Horozo, Jango, Tuzo, Horozo. Pede gente, da na, tere, mina, jeti, ego, tabat, mi, tamu, chicham, tabat, mina, tikta, jiba, ne, te, gozo, tikta, jiba, zoda, mina, jiba. Ti, mina, jeti, zumti, tamu, Jango, Sumo, Lumbo, Horozo, Jango, zoji, chili, zoda, tamu, golden, ede, da, tikta, hindu, Tidak jarang kita siap, ada. Tidak jarang kita mampu zongguna jamah kyo. Jago, semua bela, ini jamah go. Jamah sana? Jarang kilo. Jarang kilo kyo, kilo go. Tapi lombu bela, kilo je, korban kilo teh. Tapi jarang kita mampu zong, jago dengan semua tapi lombu tiada. Das ist kalt, dann habe ich noch. Noch zusammen. Zum Sinne der Schiffschieß oder die? Nein, nein, das ist auch so. Ich gehe nur, wenn ich nicht mehr so. Wenn ich nicht mehr so, wenn ich nicht mehr so. Wenn ich nicht mehr so, dann habe ich ja auch so eine kalt. Dann werden die Medizin, bevor man dann eine Medizintos macht, die Kräuter so angeordnet. Das hat aber auch wieder, das ist sehr umfangreich, ich kann es nur zusammenfassen, dass man eben dann auch diese Medizin anordnen, zum Beispiel in Verbindung mit den sogenannten 8 Medizin-Buddhas. Und diese 8 Medizin-Buddhas haben auch wiederum jeweils eine bestimmte Art von Begleitung. Man spricht vom König, Königin, den Ministern und der Begleitung, wenn man es auch immer nennt. Und das hat bestimmterweise wieder, je nachdem, ob das ein König, Königin ist auch eine bestimmte Form von der Menge, das heißt, das eine ist 8 Kilo, 7 Kilo, 6 Kilo, die werden dann erstmal so vorbereitet, die Medizin, in Verbindung auch wieder mit diesen Medizin-Buddha-Ritual-Inhalten. Oh, da drüben ist die Tammina-Jette, die Lotus-Tammina-Jette, die Zomsa, die da die Bars, da kommt mir, Ganga, Rolong, die Tati, die Lamina, die Menge, die da die Bars. Die da die Bars, die da die Bars, die da die Bars, die da die Bars. Und so würde man zum Beispiel dann bei diese, was er jetzt als Beispiel nennt, das sind dann 8 verschiedene, je nach Medizin oder 8 verschiedene Haufen dann mit König, jeweils Königin zusammenpacken. Und das ist dann insgesamt, nennt man diese Medizin später Tikta Gye. Tikta Gye heißt immer Tikta 8. Und Tikta, ich kann nicht fragen, was das bedeutet. Tikta 8. Und das heißt, da sind eben 8 verschiedene Kräuter drin, die aber in Verbindung stehen mit den 8 Medizin-Buddhas, wenn man die herstellt. Ja,
Tena na nonde do rite la pare se nu, da dire. Da te ni son da son. Ani te tena to te lo sa de ne, sa je mena ke zonga de. Ani da to do do to na na ja ka to. Da hat man meistens so eine Art, wie diesen Mühlstein, aber so einen Stein, da kommen die Kräuter dann rein, dann hat man noch einen Stein in der Hand, mit dem man dann hin und her schrubbt und so wird das dann diese Kräuter zerkleinert. Und während man aber das macht, rezitiert man auch das Medizinbuddha-Mantra und macht bestimmte Meditationen und so weiter dabei. Ja, hey Dom, da die Dom sind die Zeit. Das ist ja die Zeit. Das ist ja die Dom, an Zeit. Da tut man dann die ganze Zeit das verkleinern, bis man das immer kleiner hat und richtig dann fein geworden ist. Ja, da die Gaga, da zamba da die Tab, die wurde so ähnlich wie Mehl dann. Nee, da die, dann da Chobe na, die Chobe der hat Chobe drin. Die Chobe der da muss man jetzt mehr nach so hart und mein Chiba, Chiba ja, Chiba du, nee der Chobe da dann. Die wurde drum, nee Chobe, nee. Da muss man dann später diese zerkleinerten Kräuter dann natürlich wieder, um Pillen herzustellen, mit Wasser vermengen. Und das Wasser ist auch wieder ein Wasser, was in so bestimmten spirituellen Ritualen, Medizinbuddha-Ritualen, in der Weise hervorgebracht wird. Und auch mit Mantras und so weiter, Meditation, Konzentration. Und wenn dann dieses Wasser so gesegnet hervorgebracht wurde, dann vermischt man das dann mit den Kräutern. Oh, das ist die Zeit. Lautet, ne? Lagwanana da, zeige gerade, wo du da drin liegen. Ne? Lagwanana. De, zugesammelte. Los. Da nimmt man nach, je nach, nach Pillen, und da gibt es ein bestimmtes Maß von dieser befeuchteten Masse dann. Packt die in die Hand und mit drei Fingern rollt man dann die Pillen. Da, da. De, zehn, und jutsun. Da. Die drei Finger stehen für Buddha, Dharma, Sangha. Das sind eigentlich die drei Zufluchtsobjekte im Buddhismus. Drei Juwelen, mit der man dann diese Pillen eigentlich dann herstellt. Aber da drückt er die. Dann ist die Kalle, die Zunge, 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 die Zunge. Ja, und dann kommen dann so die Pillen zustande, ne? Das ist okay. Ich kann mal fragen, wie lange dauert das insgesamt? Kannst du googeln, du. Kannst du googeln, du. Te mamu gori, ena ya kintang, te zaga ta leka te jore jore bogo jore, kare zene mesen te zidye na go hama go, ima tu go zone mesen yomari kange yomari, ta tika na jore. Heute, zutage, geht es immer schneller und schneller, weil es mittlerweile auch schon Maschinen gibt, um dann das entsprechende gesegnete Sachen zu mischen. So. Pillenmaschinen gibt es schon. Ena ya tata te kese mesen zene, ko zunzi da go jore. Te la te kuk tiga wazi yogi yoro, koraja. Wie so eine Speismaschine ein bisschen, ne? Tene tina na ta tambo nga gale jim di ba pa nebo re, jim di pa. Tene tina na ta ko te kyo di zinde, tene zamba di, mi zamba di kade, nebo re, nebo. Te kuk alo jade ka, kuk alo jade yoro. Te tegi jingo, te nakwa gale te ya, te es ten yoro re. Kena, te mei tete yoro ma re. Aba? Koraja lo yoke. Das ist trotzdem immer noch aufwendig, ist nicht so, wie jetzt man sich die Maschine hier vorstellt und hat immer noch viel zu tun, wenn man solche Maschinen einsetzt. Das ist auch nicht überall immer der Fall. Ich meine, so insgesamt den Prozess, also vom Entschluss herzustellen. Nama Shuya, Nama Shuya, Dane Ribu Satsane, Bar, Katsu Gugudus. Oh, das ist gut. Ich meine, ich habe mir nicht mehr so gut gedreht, dann ist das gut. Also, noch so. Da kann ich nicht mehr so. Da auch schon ein paar Monate von der Erlaubnisritual am Berg bis zur Pille. Den habe ich. Die haben ein Problem, das ist ja gar nicht. Da ist ein Problem. Da ist ein Problem, das ist gar nicht. Da ist ein Problem, das ist ein Problem. Da ist ein Problem, das ist ein Problem. Da ist ein Problem. Da da nochmal gerade sah ich ihn, also die Kote da, da bin ich gerade so, da bin ich gerade so, da die kann gar Kote da noch, Kote da noch, den gerade drin, den gerade dran, den Donner, Donner hier, den ich, da war da noch sah ich ihn, der sah ich ihn, wo dann die Masse hier, der wurde. Aber in Tibet ist manchmal anders, da ist gar nicht mehr eine Pille, die man kriegt, sondern man gibt die Pulver und muss dann zu Hause selber dann sehen, wie man das dann zu sich nimmt, das ist so unterschiedlich. Und dann? Spielen
Sachen wie Yoga oder sowas auch eine Rolle? Also Yoga, Lü, ne, ich weiß nicht, oder? Als Beispiel. Ja, also, kennst du ja Mozilli, du? Oh, das ist ja gut, Yogi. Denk du, der kann Tugin getan, Yogi. Immer Yoga, du, Yogi, 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 Yogi. Einer, wo, gerade, die sind, Tugin, den Yoga. Tugin, Yoga. Also, Yoga ist sehr nützlich für die Gesundheit, sehr gut, also, was man für die Gesundheit machen kann. In Tibet gab es Yoga, aber es waren mehr so spezielle Yoga-Praktiken in Verbindung mit dem Dharma. Man denkt zum Beispiel, dass die Dharma-Praxis selber ein Yoga darstellt, also spirituelle Praxis ein Yoga darstellt, die der körperlichen Yoga-Sache noch übersteigt vom Nutzen. Aber ist cool, Yoga. Sein Gefühl ist, man kann viele Krankheiten durch Yoga vermeiden. Also durch, was ich jetzt mal mit Yoga. Es wird nicht ein Mensch, der jetzt eine spezielle Krankheit hat, mit Yoga-Übungen angeleitet sozusagen. Ja, das kennst du Member Nepajina, denn den Lübi, den DJ, DJ Cho, die Mendo? Du so. Ja, Member Titi. Es gibt so was Ähnliches in Tibet, wenn zum Beispiel jemand krank ist, manchmal sagt er, oh, du musst unbedingt Khoras machen. Khoras sind Umrundungen von Stupas, Klöstern oder so. Oder du musst Niederwerfung machen. Solche Anweisungen findet man auch dann, da gibt der Arzt auch dann. Das ist ja auch ein Yoga in gewissem Sinne. Und was spielt Feuer für eine Rolle? Wird viel geräuchert auch? Geräuchert? Ja. Sang. Sang. Sang, oder? Sang. Und das ist ein Laser, oder? Thema Chinook. Sang. Sang, da ja. Ja gut, das sind Sachen, die man durchführt, sind auch nützlich, aber die Vorstellungen sind anders. Zum Beispiel Räucherstäbchen und sowas, nützlich. Vor allem ist es nützlich, wenn man es als eine Darbringung macht. Das heißt, die Vorstellung ist, dass man was darbringt. Und wenn man was darbringt, dann hat das auch eine reinigende Kraft, Körper-Geist-Rede, die gereinigt wird, entsprechend durch Darbringung. Wenn man dann so Räucherrituale durchführt, sind man die wegen Sang, das heißt, dass man so. Da sind auch wieder mehr spirituelle Vorstellungen damit verbunden, dass man jetzt nicht nur den Buddha und so weiter Opfergaben da abdenkt, sondern man wird auch denkt an die Hungergeister, deren Leiden von Hunger und Durst man damit quasi beseitigt. Und allen mehr so aus diesem spirituellen Kontext heraus, das ist natürlich dann auch eine Kraft, die sich dann auch auf Gesundheit förderlich auswirkt. Ich würde gerne etwas Provokatives mal diese vorstellen. Westliche Medizin, wir gucken immer so. Alle anderen sind verantwortlich. Ja, ich gehe zum Arzt und der ist dafür verantwortlich, gesund werde. Ich wirke das jetzt noch mit ein bisschen so, dass die tibetische Medizin ist sehr stark, wo das, Sie vorhin übersetzt haben, das Karma. Da bin ich ja auch wieder nicht. Das ist für mein Karma, das ist ja schon vorbestimmt, dass es klar ist, geht. Wo ist denn die Eigenverantwortung? Ja, Karma nicht ganz verstanden, aber mach es. Das ist sehr wahrscheinlich. Dann kommt Nasola Lucho de Tawala. So, Lenke, du bist 13 Jahre jünger.
Naza yuwa soso lenge ji duus. Baba so kyan tsungya nasi soso koso leila yiji yuwes. Leila yiji yena tena rang lenge ji minduwa. Tena legi ola ji dugu gudu tena lenge ji rang yi soso ki lenge ngu tretin yapo yuwa ni lenge ji minduwa soso le yina. Oho, tretin le le ka. Kamsa. Tretin soso suin te zwa soso gungungi. Ha. ちょっとですね。で、ケチも。そうそう、カレーかね、ちょっとやめと。カレー、カレーね、やめと。で、カラーでいいな。お、なら、カラー、カレーさんだ。なら、どっちやと。カラー、カレー、まずいな。そんな、どっちやめと。で、じゃあ、じゃあ、やっぱり、え、エグザンプル。ならんの、パパで、お、コーヒー頼んで。で、コーヒー頼んで、ジボの茶まで、よろのね。お、だって、やぼんと。いや、ならん、ちょっと頼んで。 哦，他吃的汤都是看当时人都记不住，这吃不住了。这手机记得了，哎，那时候初中连个特点了，这连嘛，连都要看的，看连的，当不俺们接哇，接哇的，他妈看着打的连的，你妈俺们工作的去把木打，接把我们一把当，啊，打。 못함께서 Le minci. Da, dar bun gara ce e, am ajunge ca. Te zic că le întrebi. La ce? A, ce la ea, am ajunge la ce pe gara ce e, iau mâna de va tata. Iau mâna e la tata. Iau mâna de la tata. Iau mâna de la tata. Te le va cam am de mâna să ai. Nu sunt mai puțin unușaic, zici, Mihama, Gesundheits, Vorsorge und Verantwortung. Also von Verantwortung kann man sich so oder so politisch nicht freisprechen. Ne? Zum Beispiel kann man ja, allein wenn man jetzt zum Beispiel guckt, dann kann man feststellen, wenn ich Kaffee trinke, kann ich zum Beispiel merken, dass mir es eigentlich gar nicht gut tut. Und wenn ich jetzt stattdessen vielleicht heißes Wasser trinke, kann ich feststellen, oh, das bekommt mir eigentlich besser. So, wenn ich jetzt trotzdem Kaffee trinke und mir schlecht geht, war das tendenziell meine Verantwortung, der ich eben nicht nachgekommen bin. Und das kann mir auch keiner abnehmen. Das hat auch nicht so viel mit Karma zu tun, sondern das ist vor allem meine eigene Verantwortung, der ich entweder jetzt gerecht werde, der ich sie wahrnehme oder sie ignoriere oder was auch immer, wie ich halt damit umgehe. Das ist eine Sache. Ne? Das heißt, dass man natürlich total viel machen kann und die Verantwortung hat man alleine, wenn sonst. Das ist natürlich ganz wichtig. Die andere Sache ist natürlich, es gibt bestimmte Bedingungen, die man erlebt. Zum Beispiel kann es sein, dass man in einer guten Familie geboren ist, man da ist, man hat keine großen körperlichen, geistigen Handicaps und so. Dann buddhistisch gesehen glaubt man, das liegt an einem seinem Karma. Das heißt, dass man bestimmte Dinge, die man erfährt, die für einen selbst unausweichlich waren, im Land zu leben, wie man lebt und so weiter, das ist trotzdem eine Auswirkung sogar eigenen Verhaltens. Das kann nur ein Verhalten sein aus früheren Leben, weil man vielleicht sehr heilsam war, sehr mitfühlend war, großzügig war, lebt man jetzt im Land und hatte einen gesunden Körper. Man hat irgendwie eine gute Familie einigermaßen, nicht große Probleme erfahren in der Familie. So, das heißt, es gibt viele Punkte, wo man denkt, das ist dann ein bisschen ab von dem Karma, was man mitbringt. Gegensatz dazu kann es eben sein, dass man auch ein Negatives erfährt, dass man in einer nicht so guten Familie lebt, schon irgendwie Handicaps mitbringt und so. Aber dann würde man die Tibeter auch jetzt nicht primär dafür verantwortlich machen, sondern er denkt, das ist eine Auswirkung von unheilsamem Karma aus früheren Leben. Dessen Wirkung man erlebt. Oder gibt es einmal das, was man so mitbringt, karmisch, dann gibt es das, was man mitbringt durch das, was man in Verantwortung wahrnimmt, die man hat. Und dann gibt es natürlich buddhistisch noch sowas wie Hindernisse.
also Hindernisse, die mit einem verbunden sind. Es kann sein, dass man plötzlich einen Unfall hat und so weiter. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, obwohl man gar nicht ganz gesund dasteht, sich um seine Gesundheit kümmert, kann trotzdem Dinge geschehen, die dann die Situation ganz stark verändern. Das nennt man Hindernisse, die von Geburt an da so. Und um Hindernisse zu beseitigen, ist das Haupt, die Haupt, Gegenmittel, das unter Hindernisse abzuwenden, ist eigentlich Dharma-Praxis. Das heißt, die spirituelle Praxis sollte vor allem führen, dass die Hindernisse, die potenziell vielleicht da sein können, nicht zu tragen kommen. Also Bewusstsein stärken. Das ist was? Ja, spirituelle Praxis. Bewusstsein sein. Mhm. Ja, verschiedene Praktiken. Ja, Achso. Bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass wenn ein Schicksalsschlag ereilt, bedeutet das dann, dass aus der tibetischen Perspektive man nicht spirituell genug war, konsequenterweise? Oder ist das ein Wechselspiel aus verschiedenen Faktoren? Wenn der Michi Bache, Lepsane, Ti mai chile tibo la tahabi, ti tibo la tahabi. Ena mai ke nara tu mungo som nane don nara ti chi yapo ti rok ti ti chila chi mina tu ti ni par chila ti zio. Wa, ena yo ko kara ti la ban jara ti ko la kin, pa che, ti ni mu kin la pa che la tahabi. Ne, also natürlich kann das ja, außerdem ist es so, wenn man natürlich mal viel Dharma praktiziert, könnte trotzdem Hindernisse aufkommen, da kommt immer vieles dazu. So, ne? Also Karma hat ja auch eine Rolle und alles Mögliche. So, aber man würde schon tendenziell immer feststellen, es ist nicht so, dass man jetzt die Situation eines anderen so stark beurteilt. Deswegen glaubt man nicht, dass alles so monokausal abläuft oder so, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von vielen Punkten. Aber man würde das sich so erklären. Dass jetzt ein Hindernis da ist und nicht unbedingt, dass es ein Hindernis herangereift ist, aber nicht, dass wir jetzt jemand war, der jetzt zwangsläufig zu wenig Dharma praktiziert hätte oder so. Und deswegen ist auch nach der Sichtweise auch nichts irgendwie vorherbestimmt, sondern alles ist irgendwie im Fluss und im Wandel, habe ich das dann so richtig verstanden? Also es ist permanent die Möglichkeit zum Wechsel von einer Situation oder zu einer Neuorientierung der... Denn kennst du Dawala? Kashila tenanga le nama di sana tena rama medu di ganga ola gogo medu. Tanda jevo loya medus di namu chue sana tanga medu jevo lo choko de. Na nesi dami dala tene de nesi pure jevo lo nupa yodu besa. Oso nupa dus sana tanga medu ina naso na nama lengi ode de truna mato tene na nesi jevo loya nupa mes kane tong medu. Te jevo loya yori. Nama ke lengi ma te la tene, tata ngarana te se kwa po la chun chin dago de chong de la yi. Yang yang tata lu te la, ngarana ke chun dago gewa na po ya po se na, yang me te gima la, yang sung sa yi. Nö, man kann die Dinge immer ändern. Man würde denken, das was man im Moment erfährt, ist eine Auswirkung aus dem früheren Handeln, früheren Karma. Aber wie man sich jetzt verhält, schafft natürlich die Zukunft. Und die kann man natürlich so gut immer wenden. Das ist was mir einfach. Ist es denn richtig, dass die körperliche Gesundheit gar nicht unbedingt das Ziel ist? Also es ist nur ein Teil, eigentlich geht es vielmehr um die Erleuchtung, sage ich jetzt mal, also um das Bewusstsein, was du hier schon gesagt hast. Und in dem Zusammenhang interessiert mich auch, warum so viele Rinpoches oder auch Lamas an Diabetes erkranken. Denn im Monat kannst du Miki Zola Sen Yapo Yoma Chancho Poya, da wo die Zola Miki Yoves, denn in Tötila Yapo Yoma Männer, die Dina Sachemo Tongi Mendu Gesa, Chite. Hör mal so, krank so, und dann zu Sen Ginetsu, Sen Yapo Yoma Chancho Poya, Sange Gopang Poya, die Zola Miki Yoves, und dann zu Subugi Tötin Ginetsu, da kommt Nagi, du, du den Potsa, der die Kätzchen muss ich jetzt einmal essen, dir weiß. Die Männer, Karina, Rinpoche, Lama, Mambo, da, Chini Nasa, du bist. Karina, Nasa. Tere, Lama, Jure, Lama, Jura, Lama, Jina, Kaka, Tugomo, und der Lama, 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 Lama
sa de obicei tobe de vin duvan calacol. Da. Tu mă bau pe zic, sa de obicei tobe de vin duvan calacol. Tu o calari, sema. Sende. Sende, nu mă mă doja, ce da, tu mă bau în hortanu. Nața, mama, omul. Tete, sema la tipul eu mari, sema când ne se ce dau în coale sonă, dunga mami. Dunga de la tine, zicul nața mama. O, seba de la, de ce ai ce dau tomul sau mi, seba ia da pa sajus să vă dau în joc, sajus cu un fac top, da, sajus se fi iuna, nu le-a lăsat iumul, seba la dunga aia. Rangi eu. Ena ia mama de ce la sa tu si tobu nu nu tromă. A tau. Mă ia ia sa tu si tobu mare tu tu și mă. Mă le le se mare. Also natürlich ist es so, dass man erstmal nur weil jemand Lama, Rinpoche, sonst was ist, irgendwelche rote Kleidung trägt, dann hat es noch gar keine Aussagekraft, mit dem wir drauf ist, innerlich, oder? Das sagt ja nichts aus, dann wird dadurch gleich erleuchtet. So, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird man schon sehen, buddhistisch, dass wenn der Geist viel unter Verblendung steht, dann wird es tendenziell immer dazu führen, dass damit auch einhergehen Krankheiten, also heißt die Situation des Geistes ist immer auch ausschlaggebend auf den Körper. Je mehr der Geist unter Verblendung steht, desto mehr und mehr wird man tendenziell auch Leiden und Krankheiten bekommen. Geht es dazu, wenn man wirklich den Erleuchtungsgeist entwickelt und Erleuchtung erlangt, der Geist frei wird von Verblendung, wird natürlich die Situation körperlich auch mal besser und besser. Das Leiden immer weniger und weniger, das Glück immer mehr und mehr. Aber das heißt natürlich nichts, indem man jemanden von außen betrachten kann. Das heißt, ob jemand, wie die Situation eines anderen ist im Inneren, das ist für uns außerordentlich schwer, das ist ziemlich schwer festzustellen von außen. Kann sich selber ganz gut beurteilen. Aber wie nun der andere, der mir da vielleicht krank erscheint, wie der sich wirklich fühlt und wie der sich wirklich seinen Zustand beschaffen ist, ist schwierig zu beurteilen. Carsten möchte, dass ich frage, ob auch Geister und Dämonen Auswirkungen auf Gesundheit haben. Jay. Dumje, na sopa, poți să ne să sopi dumje. Dje, doar dje, dumje, dumje, dumje. Jeans. Că să dăm gândul, dje, dje, da, mi da, doar, dje. Mima, mima imba. Dje, dje, lande. Lande, dje, dumcea, dje, da, da, că să vrei, da, mi da, doar. Hila, nața, soi, ori, ves, poți să ne-a sopi dumje, sa. Corazul, pa, da, dje, Die Köln gehen, dass so nach seinem Feuerjahr besser. Den Feuerjahr. Also, Pomilos, aber keine Sinn. Den da oben, der Bass ist. Okay, der Bass ist ein ganz schönes Nico, mal ist es. Malam Ram, da tot ist es. Hat er nicht? Malam Ram, da tot. Der nicht? Der und der Chili eben holt, der Chak ist es. Es gibt Schädigungen durch Geister und Dämonen gewesen, ja. Zeigt sich dann oft im Geist auch vor allem, dass manche bestimmte geistige Zustände bekommen, bestimmte Träume, überhaupt der Geist in bestimmten Zustand gerät und so, wo man manchmal sagt, dass es durch dieser Schaden durch bestimmte nichtmenschliche Wesen verursacht ist. Also das kann schon vorkommen. Manchmal aus einem sehr gesunden Zustand heraus, das fängt dann an, vielleicht komisch, man schläft komisch, hat komische Träume und der Zustand wird immer schlechter und schlechter. Und dann ist man krank. Ja. Was ist das? Aber da gibt es ja keine Pille geben, oder? Imediat.
Es gibt bestimmte Medizin in Verbindung zu bestimmten Gottheiten wie Vajrapani, Hayagriva und so weiter. Und das heißt, dass manche dieser mehr so zornvolle Erscheinungen von Buddhas, dass diese Medizin, die in Verbindung mit diesen Gottheiten hergestellt und in Verbindung steht, dass diese Medizin auch bestimmte Krankheiten, die in Verbindung durch Geister, Dämonen zustande kommt, überwunden wird. Also nimmt man in der Tat Medizin auch. Dann gibt es manchmal Schädigungen nicht durch Geister, Dämonen, sondern durch Nagas, sogenannte, ja, wie auch immer, Schlangenwesen, das ist manchmal übersetzt, aber es ist auch nicht immer eine Schlange. Und diese Nagas können manchmal zu bestimmten Hautkrankheiten führen. Das gibt man irgendwelche Pusten, Blasen, es juckt und so weiter. Und das würde dann manchmal, gibt es dann solche Hautkrankheiten, die durch Naga-Schäden verursacht sind. Das ist durch Nagas, sind auch Lebewesen. Dann nennt man zum Beispiel, es gibt eine Verbindung, eine Medizinverbindung mit Garuda. Garuda-Medizin heißt das. Eigentlich ein mythischer Vogel, aber auch eine Gottheit. Und diese Garuda-Medizin nimmt man bei Krankheiten, die mit Nagas in Verbindung stehen, hilft auch sehr gut. Das Symptom zeigt sich dann manchmal als eine Haut, wie so eine Hautausschläge, Krankheit, wie auch immer. Das ist aber durch Nagas verursacht. Es gibt ja viele heutzutage, die Krankheiten mit der Haut haben. Und da gibt es bei vielen, wo er diese Garuda-Medizin gibt. Und es hilft sehr gut sogar bei vielen. Das ist ein sehr Also, es ist weniger als das Problem der Medizin. Das Hauptproblem ist tendenziell, dass es man selber dafür tut oder dagegen tut. Ist das eben so mit den ganzen Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Denkst du, ja, mi kajela den kala ze chamatea do nöge, nöja, die manu manu do do, kajela oma si tun tugu mindu, kajela disa tugu mindu, di du 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 du. Ila, denkst du, da war die Tugis, kannst du die Popacia do. Ja, das ist, gab es in Tibet früher nicht so viel, als das von der Krankheitssymptomatik her. Viele Tibeter, jetzt auch in Amerika, kommen jetzt an und haben das auch. Hängt viel mehr mit der Nahrung zusammen, vor allem mit dem künstlichen Nahrung und sowas. Und das verändert eher die Nahrung zum Beispiel. Das gibt man halt den Namen dann im Westen und das ist eine Allergie. Ja. Ja. Ich hätte eine Frage bezüglich Jugendlichen. Ich sehe jetzt in der Praxis, dass zunehmend Kinder, die in die Pubertät kommen, mehr Mädchen, aber auch Jungs, aufhören, essen zu wollen. Wir wollen also ganz, ganz schlank sein, ganz dünn werden und essen dann fast nichts mehr, bis hin, dass wir auch wirklich verhungern können. Und das ist auch eine wirklich sehr schwerwiegende Erkrankung. Und wie würde sich das erklären, dass wir in einem Land leben, wo es immer genug zu essen gibt? Und hier wird es therapiert mit so einer Verhaltenstherapie, dass sie einfach wieder lernen sollen, eine vernünftige Menge zu essen. Wie würde man das oder in Tibet behandeln? Mi, Lo, Chonga, Chuchu, Chuchu, Chuchi, konsumi Schönur, Schönur.
Michel Nord. Mi chuni chu sun chu chi choma chu 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 din chogie. Mi chelo do a. Chu pugu ma imba. Chemu ma imba. Densa diwa la no cho no ba la. Sobo pumo re pumo. Osu kala san masaya kala ka ge do. Kala san ge do kamu kamu sha ge do. Sen doctor do. Kala ka. Hashta shi ge ge do. Osu kala san ma. Saya ci dus. Di desa malu malu ge do. Kaga chemo dosa. Diwala koso da sem myomba da ogi tapshi koso da so. Ko git kala des nyang ya chang ogi kala sai ne koso za. Koso da me da kamo yowa na chi da ke ko da me da do yena sem kenso sha ge dus. Koso kamo yena ya koso cha pa thong ge dus. Di da bo de. Kajla di dona nyokta chemo de dus. Hola da ne thong ge dus so ge do bu mo zo de la. Ale. Ti tani lungba gongche diwa. Puzi nga to puki tena jagwa la shira yuwa yule marida ta nama ka tiri chudu puki kari tena jagwa la meje tena puzi nga cha saju mewa. Ta tinta nga cha te muru 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 beri beri suna ma te nama ka puzi nga cha saju mewa. Ako son, cha jaya kari tani cha te lori nama teni cha jaya ngu ta ngamu kase mo cha jam te ni bhog mo ge japa la taro ya che ngama ko ko pe dang ba hen jo ja le da mo so de so de we do ka wo ne do ko ka mo ja de so de me jo na wo cha de de se ko ka mo ja de de bhog de ka mo de che da ngama so de ya che ngama ena yang da da mo so lo ko na ji ja ba te te de na wo de ma se na ge thong ma ne sa ja sa ne ma Slow direction mo bhul la ni thoma de la de ne phaje bhul ki thani mo jagwa na ki zikwa na wa de thum cha do ka wo zikwa ka wo thum no de la de ne jagwa la chu to nam ta na so lo sun che de ni mo jagwa de ko to jagwa pe do ja na wa zar wo de ni ka kha ga ge la ma ge che de ka mo so da ta chi jin da che ta wa na wo de ko sa na de ba ke so go la ka mo ya Java dubo re do re ko leba ndu do. Ti na to de. Ta so. Ja, es vor allem geistiges Problem. Also kulturell entstanden. Seit der Vorstellung in Tibet gab es das natürlich auch gar nicht. Es hat auch damit zu tun, dass es wenig, überhaupt kein schlechtes Vorstellung von dick sein gab. Geschweige denn, dass es richtig dicke Fette gab. Das gab es aber auch nicht. So, das heißt, in Tibet war es eben so, so richtig übergewichtiges, stark übergewichtigen Menschen hat er erst im Westen gesehen. Tibet gar nicht. Und das war dann eher so, dass jemand vielleicht, wenn er dünn war, mehr ein Zeichen war für krank und jemand, der ein bisschen kräftiger war, das war ein Zeichen dafür, dass er eigentlich gesund ist, dass er gut dasteht. Dass er, ne? Das war eher sogar positiv besetzt, wenn jemand ein bisschen fülliger war. So, das heißt, die Sichtweise darauf, da ist ja gar keine schlechte Vorstellung vom Dicksein. Und das jetzt im Westen natürlich in unserer Kultur, aber Lutschedings hat viel mit Fett und Süßen zu tun, also auch mit der Süßigkeit, wie und so. Das ist ja auch in Tibet nicht da, gab. In Tibet gab es keine Süßigkeiten. Deswegen gab es auch nicht keine wirkliche so Fettleibigkeit und so. Und hier war das ja anders. Das heißt, hier ist es ja nun sehr stark über Zucker gegangen und die Leute natürlich sehr, sehr, sehr dick und so weiter. Und dann kriegt das irgendwann einen schlechten Beigeschmack. Ne? Das heißt, es wird dann schlecht besetzt und dann jemand ist dann irgendwie, hat das einen Makel, wenn er tief und fett ist oder dick ist. Und der Makel hat man dann, also das heißt, die Vorstellung ist, dass Dicksein etwas Schlechtes ist und deswegen im Gegensatz dazu, dass es dünn zu sein, was Gutes ist. Und wenn das sehr stark im Gehirn ankommt, das heißt, die denken Konzepte sehr stark in die Richtung gehen, dann denkt er, dann kommt es irgendwann durch diese starken Konzepte und diese ja, das sind Gedanken, die Vorstellungen, die sich dann so verinnerlichen, kann es dann zu sowas kommen. In Tibet war das gar nicht bekannt. Dati, der ist noch dort, ne? Wir sind dann, ist man ja eher in seinen Vorstellungen gefangen. Ja, das war ich. Ich hab mal Karri gesagt. Der ist Gambo Kalaka. Bumo da auch. Kalamasa.
Den Mohren haben dort Chemodu. Solche, du gehst da. Na, geht's ja nicht, ich komm nach Böller, dann vorher bist du. Na, kann ich doch, ich kann gehen. Zerang, Vater, Vater. Zerang, Kambole, eh. Kambole, ja, die, du kohle, die gehen, die gehen, die gehen. Die gehen, 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 나 tēng tāmbō tē nidōng nī ngā bōrso tē kato tē āmrā kāke pōmō lōchūng yōng tā kōyē lōchūng yōng tā pōmō sōn bōrē pō tē kē āmā kē mō nī yō tā ngā sō chāp tē tō pāyā bōrso pāyā pāyā sō tē pōmō tē tō kāsi nē Mane water jana sungu de kosa. Mane water tatata di jidang nung chio go nung chio. Chio. Jing nung chio go duwa. Sewa nung chio. Kogu da? Mane nung chio. Chio. Mane water mane. Water. Mane water. A mineral water. Mane water. Nung chio. O. Ta di chio jana sungu de kosa. Kana sa zun. Sawa nga yu. Amante kala sādhu ni chāsādhu ni chāsādhu, pācīnke ni pāsādhu. Gārītyan sādhu. Dēcēdhi, nē rōsumē, amāna kāngi jīyāngu. Tā pū, lōchēnātu kāi, tā kala yāpō māsā, tā tēr tōngu kāi. Tā kā tō, kōng kōi kōrī gō. Mōi kū, mōi kū, shēpālō, shēpālō, tēnī sōkō kē mācā. Tēnī, nyēng gōng, tēnī, tērzi. Tawa ti, kia ukiin ta nguyayiwa, te mada parda lakura kiima do. Ama tu su kare sarda sarda di, zubo tangya ni gondola di, simbi di ma. Nde kare li da, ta kuzu, jan di san toba di nguwa. Di toba da nguwa di, di kare ina ku, zubo ki ki koko ma do. Ika mariyo sa di, sa ka ko ki di, ku, tani ki, ngayinko di, ki koko ma do. Di kange ki. Tika tonga lai, chiki sanlo ka zi ngu tsaayam dhe. Gengo tepil je gyo ngu dhu, kala zan, ngu dhu dhu, gangi me ngu dhu, chiki lo chungtong dhe dhe, ngangza uki ta ngu dhe, gengo dhukwa ki ta dhe, uki ta ngu dhe, ngu tsaayam dhe. Chiangzo, nama zi go na, kala saakum dhe, mot zekur dhe, pla yengur dhe, kala sunu mot saakum dhe, kala ma zune, mot ngu yama. Tien, chan tu yapa hongo tana, toka tana, nga mo resi de masa. Nga re de pa. Kala yinga de yapo sa. Ti chan tu yang mari, luti yapo sa. Tani tato jaya hongo toka tana, jodya sa, nigo kala yapo sa. Muna ka pa. Tani sena trading tani, cha yapa chan mara la ta, zupo la kyun jang mara la, ti yapo chan resi. Tani nga labi jo. Nē jīrī kōrāntō, ngē kātī tōg nē kōyā nē tēhō. Yā kōngē tē mēsē tā, tē kōrō mārsi kāne sōnē, tē mēsē tē jō rē sē. Āwā gē mō tē kē tēn sē nāntā chī yō mō. Kārē lām nā, sā rō wē kārē yō nē, tē yā mō tō tē, tē lām tē. Tē tātā kōyā tē tā mō nē tē wē tē, rā chīn tē tē nā mion rō sā ngō tē, tē tō yā chī. Tē wē, nō mā tō kō sā, tē tā mā shī. Yō. Es ist eher in der Tat so, dass man natürlich gucken muss, wie man Zugang dann findet. Ne? Also wenn man jemand, wenn jemand in seinen Konzerten gefangen ist, man gucken, wie man den Zugang findet, dass man ihn irgendwie von diesem Konzept frei macht. Also irgendwie einen realistischen Blick auf die Dinge bekommt. Er ist ja nicht gefangen in falschen Vorstellungen. Und die zu verändern, wird man ja nur bekommen, wenn man noch einen Zugang hat. Da muss man natürlich irgendwie, dass er wieder zu seinem Bedeutung zur Vernunft kommt. Er muss irgendwie so von seinem, aus freien Stücken zur Vernunft kommen. Ansonsten ist es schwierig. Er selber hat die Erfahrung gemacht, dass er, ich glaube, es war das erste Mal, als Kulhans wo Nepal, Töller, 2002 in Tibet einer Amerikanerin begegnet ist, die irgendwie Kinder dabei hatte. Und da waren eben auch, die hatte auch zwei Mädels dabei oder drei. Dann hat er es festgestellt, dass sie irgendwie nur Mineralwasser tranken. Und selbst wenn die Mutter was gegessen hat, haben sie immer mit dem Darm gestochert, haben sie nichts gegessen. Und so.
Als ich dann aber weiter zu reisten, die haben irgendwie ein Stück irgendwie zusammen und haben dann irgendwann der Körper schafft das ja nicht. Ne? Also die waren irgendwann völlig am Ende, mussten Sauerstoffmasken tragen, das Herz hat kaum noch mitgehalten. Und dann hat er sich auch mal langsam gefragt, ob sie sich denn nicht wie das peinlich ist. Das heißt, die alte Mutter, die rennt da vorweg. Und sie ist als junge Frau irgendwie kommen und gar nicht hinterher, sondern tragen die Sauerstoffmasken. Und dann hat er ihnen auch gesagt, dass sie einfach essen müssen. Also sie waren ein bisschen zugänglich anscheinend. Außerdem haben sie auch eine negative Erfahrung gemacht. Es war nicht so ganz so ohne da zu sein dann und diese Art von Konstitution zu haben. Und er hat ihnen gesagt, dass wenn sie Angst haben, zu dick zu werden, dann sollen sie einfach aufhören, Süßigkeiten zu essen. Aber auf alle Fälle normal essen. Da passiert auch nichts, wenn man sich bewegt, normal isst, keine Süßigkeiten nimmt. Dann hat sie Angst davor, letztlich dick zu sein, wenn er sich unbegründet. Und so am Anfang war das ein bisschen schwierig, aber später, die haben dann ein bisschen das so auf ihn gehört, dass sich das dann verbessert hat. Aber es ist schwierig. Schwierig, wenn jemand in bestimmten Vorstellungen drin steckt. Man keinen Zugang hat, da was zu ändern. Das ist die gesamte Gesellschaft wieder versteckt. Wie ging es ja vorgezeigt, es ist ja wieder Zeit. Also dann sagen wir schon, die Rikschu, da war Tuchemo, die war Kambuja, wo du. Die Schiene, also dann, also Rikschu, Madiana, Kaleka, wo du bist, wie Kashi, da kommst du, Mambo, Chambo, du. Tuchemo, den Mambo. Dann, wenn man nur den Sammo, dann, Kala, Chuba, Kala, dann, Mungon, Kala, der Chuzo, die, Sumba, Nenza. Я отца. Тинчу каладу маза. Тинчу бэ бангу чаради. Кам дама бангу чаради. Бэгиэна бюрёнгу. Дэн наха лаунгу си тангиё. Мута кала я тангу со нёдуэ. Сэнэ наа нянгу мори. Зубу нёнгу чаёре. Каса ци гэнэ. Дэн чуди гэнэ. Ну, тибетик, это же шон... Свадик со. Это шон мёртвичкайтен, вэ ман бизн вэнигэр вигн вэн, вас ман макт. Вас вэрэ ман шо вэдя ауф дас бэцин, вас дэр Будда сагте. Man soll gut frühstücken, gut Mittagessen und wenn, dann soll man Abendessen weglassen. Wenn man das macht, stellt man fest, dass es viele Vorteile hat. Das nennt man auf Tibetisch mit Namen und das machen traditionell auch die Mönche und so. Dann ist der Körper hat eine sehr starke positive Kraft. Die sogenannten Schleimkrankheiten werden reduziert und der Geist ist sehr klar für die Zeit. Okay. Das war die Gleiche. Und selbst wenn man dann gesundheitlich gerne verschlagen gehen unterwegs sein sollte, würde man sich dann auch mehr an dem halten, was man früher gelehrt hat. Deswegen gibt es eigentlich nichts, wozu man dann auch was findet und was der Buddha gelehrt hat, was man dann als hilfreich ansieht. Aber letztlich hängt immer alles von der eigenen Verhaltensweise ab. Wie ist das bei Erkrankungen, wo wir im Westen glauben, dass es nicht so sehr von der eigenen Einstellung abhängt? Ich denke da zum Beispiel an Wahnvorstellungen, also bei jemandem, der schizophren ist oder so. Was wäre denn der tibetische Ansatz bei jemandem, der unter Wahnvorstellungen leidet? Wenn der Dibala wie Kashila fair ist, dann Nyumba da wo du. Wenn er mal nach Kebunis, Sangihis, Kashila ist auch so, dass er Nyumba schade, nach Sangihis da wo du. Dibala Sangihis, wenn du warst. Böyle pomoni gavoça, böyle pomoni kronosuna, pomodaki sema dunga dene, bir dunga dela dene, hangi o da sema damla, yema damla, gajam maja sekil o. Sekara, suru sürme bir soru. Ya, ben onu samu konuşayım. Ben kaşla samu dan çoğumuydu. Kosu namba, dan ganga, java. Değil mi? Namba oldu çok iyi. Namba oldu çok iyi korne. 아우 man selbst was solche psychiatrische Sachen angeht oder was auch immer, würde man schon denken, dass es nicht völlig unabhängig von eigenen Denken, Verhalten zusammen zustande gekommen.
was wir sozusagen, was würde man mit denen machen? Weil bei uns ist es ja. Wenn er mir lieber dann irgendwie mehr kann, dann kann so mehr selber mir selber da wo mehr zu tun wo Frage ist oder jetzt auch das irgendwie auch. Na du, der normal war die, wo wir dann mehr zu tun wo das der ja ja mal, eh? Einer ja kurz oder Sempel nama, Sempel, Gabo gibt es, Sempel, nima, genau, genau, der mal, der auch mal. 对，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 对
Lama-Gabe nicht abreichen, dann geht es dann eher zum Lama. Also zu einem Lama, der dann, die Person, die dann muss regelmäßig zum Lama gehen und der gibt ihm dann so spirituelle Anweisungen für Ritual durch. Was macht man dann? Also auch bei psychiatrischen Erkrankungen, wo man bei uns sagen würde, da würde man klassische Psychotherapie machen, also Verhaltenstherapie oder was auch immer, das wäre dann sozusagen das Pendant dazu, ne? Also dass man dann vielleicht, dass man eher in die spirituelle, also das spirituell versucht zu lösen, also meinetwegen, wir hatten ja vorhin über alte Denkmuster. Therapie. Semi-Therapie, die wir dann, wenn man damit da tut. Also da kann auch darüber ziehen, dann geht Gänse Föder, die chippert auch so schön lang ist. Die sind doch da am Hängen, schön so gut und dann schön. Ja, so geht es, schüttet doch nach, schüttet nach. Dann nicht Lama, Wanda, dann Lama. Dann nicht Ming und Ming, Yussi. Dann gar Desi. Dann nicht Zora, Zese, Ante, du Zara, dann nicht so gut, Samachi, Mazan, Lom. Dann ist es hier, bitte Mazan, so gut, Lom, so gut, Tichu, Litichu. Ja, also die Verhaltensweise des Tennis ist ja die gleiche. Das heißt, die Frage ist, Gewichtung ist, aber es ist immer ein Zusammenspiel von allem. Wenn jemand sehr psychisch durcheinander ist, sind auch bestimmte Windenergien meist gestört oder andere Sachen im Körper. Das heißt, er nimmt auch Medizin und führt dann auch Rituale durch, Initiationen, Ermächtigungen. Anweisungen, Verhaltensweisen, Essensgeschichten, also das spielt immer eine Rolle. Dann kann man Matthias, da da der Jura, hat er den Ton. Kunde war der eine, immer den Amerika Pomodien zu sehen. Amerika Pomodien, wo der kann der Jogi hat. Kunde war der Jogi, wo Seba Pam ist. Seba Pam. Nico, der Jogi, so, Seba Dunga, Seba Pam. Der Pam kann nicht schon irgendwie. Nico, Gracias.
Amerika kommt ja. 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 Amerika kommt Tedy mi nie tak, bo nie ma ty trzema jąsi, ma pają go, nie ma tego tak, bo tu każdy mówi, że nie mi nie. Każdy nie mi nie ją, bo nie ma ich tak, bo nie ma tego tak, bo nie ma tego tak, bo nie ma tego tak, nie ma tego tak, bo 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 nie ma 这去他就有意义了，那你妈可现在得空，你知道不？那俺被尿过的，他不干了，俺让俺引起给尿过的，所以引起给尿过的，过了天，那么让俺非常忙，那天干的过的那么啥，干过的，天上的男人都是些啥嘞？这上头一当，呀，这些男人就是些啥，不然骗到我来的，不然我们就过啊。 코란트는지 야, 삼삼국군 꽤 노리. 뭐, 목에 전, 드디어 여기 동, 은 다들. 내가 꿈을 찌개에 갈 때 하는구나. 새로리. 다 새로리. 옛날에 딱 그걸 대, 대 말이었어. 이 용맛 딱 깨져내니까 깨져내니까 깨져나게. 딱 되게 들어오게. 딱 들어오게. 갈아때, 미인때, 딱 바로 깨져나다 깨져나니까 그걸 깨져, 깨져, 깨져. 딱 한번 물 차네. Also Lucia hat da Erfahrung mitgesammelt und er findet schon, dass es, man da viel machen kann auch mit der tibetischen Herangehensweise. Er hat einen Schüler, der wohl, wo ich verstanden habe, seine irgendeine Krise mal hatte und die Krise dazu geführt hat, dass sein Geist sehr stark durcheinander kam und sehr richtig durcheinander kam. Zitteranfälle, Schreien, Heulen und alles mögliche. Der Geist war wohl sehr durcheinander. Und sein Vater war wohl mehr so ein christlicher Pfarrer oder sowas. Hat ihn dann auch erstmal versucht, in so eine Art Richtung zu schicken, dass er ein bisschen sich mehr mit dem Christentum noch beschäftigt und auch gut lernt und so. Auf alle Fälle wurde das immer schlimmer. Und dann hat er irgendwann ein buddhistisches Buch, der hat gekriegt von Dzogchen Rinpoche, so ein Bade und so geht. Dann hat er da irgendwie sehr starkes Interesse gefunden. Und dann hat er durch das Lesen dieses Buches ein bisschen Vertrauen gefasst in diese Buddhisten, also zumindest Interesse sind ihm entstanden. Dann hat er wohl das, ein Zentrum in Hamburg aufgesucht, das Kamakachi-Zentrum in Hamburg aufgesucht. Und da war wohl ein Lama namens Tempa, der dann auch, wo er dann ihm nicht gleich buddhistisch zur Zuflucht gegeben hat, sondern erstmal ihn hat mitmachen lassen, aber wohl sehr auffällig. Das heißt, er hat zwischendurch seine Beinlach. Krämpfe, Schüttelkrämpfe, Zitterkrämpfe, Krämpfe und so. Also der Geist war sehr durcheinander. Und irgendwann kam er nach Deutschland und dann haben die irgendwie anscheinend Kontakt oder so gefunden. Hamburg, Gerso, Hamburg-Tuson. Dann, also er hat ihn noch gar nicht gekannt. Aber dann hat er irgendwann einen Anruf gekriegt von ihm, dass er da jemand hat, dem der Sohn so geht, ob er was für ihn machen kann und so. Und dann meinte er, oh, vielleicht, wenn ich mal in Hamburg bin, dann kann ich was tun. Aber dann kam das irgendwann wieder ein Anruf und meinte, ja, ob er nicht zu ihm kommen kann nach Amerika. Aber damals war die Schilderung entsprechend, hat er auch gesagt, oh, ich habe erstens nichts zum Wohnen, nichts zum Essen, kein Geld. Und er hatte wohl auch zu der Zeit nicht so wenig Geld. Und hat dann auch ein bisschen Bedenken gehabt. Er kennt den Menschen nicht, weiß nicht, wie der drauf ist. Vielleicht kann er ihm gar nicht helfen. Dann hat er in New York sitzen, er kann nicht Englisch, er kann wahrscheinlich Tibetisch
Und dann war da eher ein bisschen in Sorge. Aber dann kamen die öfters die Anrufe von Hamburg, so sehr verzweiflungsmäßig. Und dann, also das ist dann mehrmals der Anruf immer wieder kam. Dann hat er also für sich selber gedacht, naja, also wenn das jetzt so stark der ist, abends irgendwann kommt, dann hat das da vielleicht, haben die schon ein Karma zusammen. Ne? Ich denke, oh, ich glaube auch ein Karma, so dass den jetzt einfach so abzuweisen, wo er vielleicht seine Hoffnung in ihn setzt, dann ist es vielleicht auch nicht so gut. Und dann hat er halt gesagt, er soll erstmal kommen. Und übrigens in der Zeit, wo er seine Krisen hatte, war er über 7 Jahre in psychiatrischer Behandlung. Und zuvor. Und dann, auf alle Fälle, hat er dann irgendwann gesagt, ja, dann soll er gucken, wenn vorne ihm das Ticket zahlt, dann soll er dann in den Block kommen, dann kann ihm vielleicht ein kleines Zimmer geben. Und dann kam er dann. Und dann haben einen Monat erstmal gesagt, erstmal einen Monat bei ihm. Und dann, das war dann auch erstmal für seine Familie, seine kleinen Töchter. Und wenn er so seine Anfälle hat, waren die auch sehr erschrocken. Aber er hat ihnen gesagt, die Familie soll sich schön entspannt verhalten, nett zu ihm sein und so. Auf alle Fälle hat er dann auch angefangen, ihm dann zu helfen, mit dem, was sie machen würden. Und mittlerweile ist er ganz normal. Aber du denkst auch, dass es damit zusammenhängt, dass sie beide auch ein gutes Karma zusammen haben. Also sowohl er als auch er zusammen Karma, was passt. Ja. Und damals war mehr die Aussage und die Vorstellung bei vielen, dass er wahrscheinlich dann was daneben dann verrückt bleibt. Wie ist es denn so mit dieser zunehmenden Demenzkrankheit mit bezüglich älterer Menschen? Wie ging auf den Sachen? Temper mehr war. Die Mopo Junge, du. Also, Blume wächst, ne? Oder? So also schön hellgrün, dunkelgrün und so schöne Blüte. Ne? Irgendwann wird die Blüte auch schön zu sein, dann pflanzt sie schon ein bisschen aus, dann ist der Kopf hängen, dann ist er gammeliger, unansehnlicher, keine Kraft mehr, ne? Und irgendwann geht sie zu Ende. Das ist also der geistige Kraft. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wir Menschen sind noch jung, da sind wir noch relativ fit, das ist noch alles klar. Und dann wird das in das zu, also seine Hochphase, und dann irgendwann bauen die Dinge mehr und mehr ab, die Kräfte, die Sinne. Alles lässt nach, auch geistige Sinne lassen in dieser Weise an Kraft nach. Und dann irgendwann ist irgendwann gar nichts mehr groß über. Manchmal schippt man früher, manchmal später. Aber dass es erstmal zu sowas Degeneratives kommt, würde erstmal als natürlich sehen. Aber diese Totalverwirrung, die dahinter steckt, die ist ja immer zunehmend. Das ist ja fast schon ein unerfülllicher Weg. Es gibt ja viele altwerdende Menschen, auch besondere Buddhisten. Also erstmal würde das jetzt gar nicht so, also erstmal natürlich muss man da vielleicht was machen, aber man würde es nicht als unnatürlich sehen. Ich denke, Menschen sind verschieden. Bei manchen fangen degenerative Prozesse schon mit 30 an, sehr stark. Bei manchen, die sind noch mit 80, 90
Was kann man für geistige Klarheit tun? Ich denke, dass man da vielleicht auch sehr gut. Eigeneinsatz sehr gut. Mehr Tuya la, das ist gut. Gengo jener Jan sind da da. Mehr Tuya la nicht so gut. Und die kann nicht so gut. Ich denke, ja, 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 ich denke, Adi, do so care să zic, nu e zonții. Zul. Nu, care la bun, vete de la tomă, nu? Ce vete ne zic, bun? Gom de agul, da? Gom. Gom de agul, da? Da, da, da. Da, kannst du vom Wörtern her sagen, was man da machen will, das sollte, wenn man das unbedingt will, diese eigentlich das native Meditationszustände übt. Geistige Ruhe entwickelt, Shamatha nennt man das, und andere Dinge, das hilft. Aber hat er schon Schwierigkeiten, das in dieser Art und so intensiv zu praktizieren. Aber letztlich, wenn man was sagen sollte, was man machen will, wenn der Geist ist, der Geist klar bleibt, ist Meditation. Ja, die haben sie. Ja, was ich noch nicht mehr gesagt habe. Immer schon jung bin, natürlich, da ist schon mal da. Wir fahren da, da hat der durch. Schon jung bin, da hat der durch. Ist dein Geist noch genauso fit und klar, wie du jung warst? Weniger natürlich, aber irgendwie glaube ich schon, dass ich kenne einfach so viele, die wirklich klar sind. Man kann sehr gut mit ihnen bis ins hohe Alter, sie geben sehr viel im hohen Alter, auch noch geistig. Das ist ja eigentlich auch ein Schein. Und dann ist der Ortser, der ist da. Ich hätte da gern drum aus, noch was. In einem Urschäfer kannst du, kannst du da Ortser, der kannst du vielleicht so los. Nee, kann nicht mehr. Gerade sind da, schon dumm, da ist ja dann da mal, wie sie wohl so, ja gut, ja, da da hat sie mit der Jungen. Zupte, două noiuri, se va de jumă acolo. Nu jumă, se va jumă. Ja, auf alle Fälle würde man denken, das ist individuell. Bei dem einen läuft es eben so, bei dem anderen so. Dass es bei uns allen natürlich zu Veränderungen kommt, ist klar. Das heißt, der Körper verändert sich und wird sich auch bestimmte geistige Aspekte und Kräfte auch verändern. Ich gehe ja einfach von den jungen Leuten dahingehend aus, dass sie eigentlich total verwirrt sind damit. Dass sie im Grunde nur noch rumlaufen, nichts mehr verstehen, keinen mehr erkennen. Und es einfach in so eine Art Situation kommt, wo man einfach nur sagen kann, ich empfinde das als zunehmend. Und ich weiß nicht, ob das auch ein gesellschaftliches Problem ist. Komm, lieber la Natsa Jidu, Natsa Fonsu, Natsa Tonga Du. Demi Kajila, Fonsu, Zahne, Kanga Jidu Du. Kala Dulo Kyen, Kala Tata Sa, Sosu Min. Kanga Hala Min. Mai imba da ușa de. Te mam, mam, mă, de ne do ci drum la te mam mamu to. Ne imba te pa timp mai jos la. Ni mamu numa de mama să mi nu geza. Te da, te de iore, te să mam mam de. Te te mi. Ja, er würde das mehr, dass es natürlich so ist, er würde aber auch mehr dieser, diesen Buddhismus prophezeit, dieser Zeit der Degeneration, in der wir uns befinden. Ja, ja, genau, Buddhismus. Buddhismus, ne, Genoia la cerământul, ripa tembloia cerământul. N-ate loțul de euro, ia te la tege gheza la cerământul. Da, 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 n-ate cion de euro, tege, n-ate gheza cerământul, ripa te tezal, tamo ripa tumo. Ia ripa tezal, tamo tumo, tezal. Ich hatte schon anhand seiner Erfahrung, also widerspiegeln, als er noch jung war, da waren die alten Leute in Tibet, eigentlich, die haben nicht so stark gealtert. Alterserscheinung. Auch ihr Geist war viel, viel klarer, so als wie er in seiner Generation. Und wenn er jetzt, man kennt auch viele seiner Generation unter ihm, die, wo der Prozess eigentlich noch negativer letztlich ausfällt, als es in seiner Generation ist. Das ist mehr ein Zeichen dieses, im Tibet nennt man das, der Zeit geschuldet, in der wir uns im Moment befinden. Also man denkt, dass die Zeit degenerativ ist, was aber auch bedeutet, dass es schneller hochgeht, aber auch genauso dann schneller bergab geht. Da legt Alexander dann die Brüse. Wenn er mit der Baller schafft, dann hat er.
Nochmal, Macho. Bala. Also Bala scheint dann die Ruhe sein. Also dann geht's. Hey, ja. Nochmal, mal Karo, ihr seid da. Nochmal, Taya, mit Buchmann, Tali, Ta. Tali, Gelo. Dann haben wir Karo, Jopo, Ta. Jopo, Gelo. Karo, Ta. Jopo, ja, Ta, Tokia. Jopo, ja, Mönder, und Zähler, und Lehrer, und Jopo, ja. Laut, und dann haben wir Tony. Und Jopo, Jopo, Jopo. Tada, Pucho, Puse, Jesus, und Mönder. Tauro. Hör mal, Pucho, Tauro. Nu mai zice să timă, tu ca de nu-i ca, nu-i go, go, go. Dar da, poate puteți să avem, hai să iară-l da. Tiedă, nu o gândă da. Am adus cum se trebuie de care. Also, in ihrer Feststellung und Wahrnehmung ist es so, dass die Leute immer, wir würden gleich sagen, frühreifer, also was die Entwicklung angeht, dass es immer schneller ist. Das kann man sogar bei Geburten nach seiner Wahrnehmung nach feststellen. Wenn früher die Leute geboren wurden, die Kinder, waren die eher nicht so gleich schon im Außen. Die waren noch dieses, irgendwie langsamer. Jetzt sind wir schon so gleich so stark im Außen. Das heißt, der Geist ist immer alles schon schneller. Es geht alles schneller. Aber weil es geht schneller, wie gesagt, hin zu einer, zu der, wenn es eine Entwicklungskurve ist, nach oben. Aber es geht auch schneller nach unten. Seiner Wahrnehmung nach. Irgendwie kann eine besondere Verteilung, würde ich sagen. Frank, können wir mal eine Pause machen? Kam der Wunsch in dem Moment. Ich habe schon übersetzt. Ja, ich glaube, die Aufnahmekapazität ist im Moment also, erschöpft. Alle wollen also, mal einen Schluck trinken. Ballerschaka, wo du bist. Wo sind diese Kalasara? Ja, und die Haarsalen, die haben hier ein bisschen was zu erklären. Jendai, was sehen wir mit Jesu? Und gut, machen wir eine Pause. Wir sind ja, also die ins Gesellige auf. Ja, da muss ich nochmal was sagen. Die meisten der Therapeuten, und ich wollte nur dazu sagen, dass der Rinpoche ja zweimal im Jahr kommt und auch Einzeltherapien macht. Wer da Interesse dran hat, möge da auch doch nochmal fragen oder sich an Susanne wenden. Hier liegen noch Prospekte auf dem Tisch. Rinpoche, Ten, Chi, Ni, Luther, Rech, Ni, Peggy, Du, Hus. Bist du Arzt? Ja. Therapeut, hieß. Na, also wenn da noch Einzelfragen sind, vielleicht ist es auch nochmal interessant. Trauer, ich kann das nicht.